Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Schnell, schneller oder blitzschnell. Wie schnell darf Ihr Internet zu Hause heute eigentlich sein? Glaubt man der Werbung der Internetanbieter, ist heute fast nichts mehr unmöglich. Doch ist die Bandbreite am Ende wirklich so entscheidend? Und welches ist eigentlich der richtige Vertrag für mich zu Hause? Genau diese Fragen klären wir heute mit einem Experten hier bei Bauen und Wohnen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ähnlich groß wie beim Internet ist auch die Auswahl an Hölzern für Terrassenbeläge. Wollen Sie helles oder dunkles Holz, wollen Sie heimisches oder auch exotisches Holz? Jede Holzart hat ihre Vor- und Nachteile. Wir haben bei einem Experten nachgefragt, was heute alles möglich ist und wie Sie Ihren Garten mit einer Terrasse verschönern können. Noch 2-3 Tage, dann ist die Terrasse von Familie Rieter fertig. In Eigenregie gebaut mit moderner Holzoptik. Immer häufiger wird das sogenannte Wood Plastic Composite, kurz WPC, heute verbaut. Die Bahnen bestehen aus 75% Kunststoff und 25% Holz. Oder wie im Falle von Familie Rieter aus 25% Bambus, dem sogenannten BPC. Der Belag bringt halt die Vorteile mit, dass er 100% verrottungsfrei ist. Und durch das, dass wir eben Bambusfaser drin haben und kein Holz, haben wir da damit auch mit der Feuchtigkeit keine Probleme. Das heißt, wir haben kein Quellschwundverhalten, wie wir es eben vom Holz her kennen. Außerdem benötigt der Belag keine Pflege, muss also weder geölt noch gestrichen werden. Die Kosten liegen bei rund 50 Euro pro Quadratmeter. Wer echtes Holz als Terrassenbelag möchte, hat die Wahl zwischen heimischem und Tropenholz. Deutlich resistenter und langlebiger ist Tropenholz. Das beliebteste Terrassenholz ist Bankirei und Stauseeholz aus kontrolliertem Abbau. Die Kosten belaufen sich hier pro Quadratmeter auf 50 bis 60 Euro. Was bei Holzbelägen von Natur aus immer vorkommt, im Laufe der Zeit vergraut es. Will ich diesen Vergrauungsprozess eindämmen, hundertprozentig ausschalten kann ich ihn nicht, aber dann sollte ich das Holz natürlich pflegen mit dem Terrassenöl. Und das wäre immer am besten zweimal im Jahr. Wir empfehlen immer, wenn die Saison losgeht im Frühjahr und dann, wenn die Saison zu Ende geht im Herbst, nochmal satt mit dem Holzöl einzuölen, so dass das Holz gesättigt ist, da dann wiederum sehr wenig Feuchtigkeit über den Winter aufnimmt. Und somit ist natürlich die natürliche Beschaffenheit lange gegeben. Egal welcher Belag, eine Holzterrasse sollte aus qualitativ hochwertigem Holz gebaut werden, stabil, langlebig und widerstandsfähig sein. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen Holz und Holz-Kunststoff-Mischung. Das hat natürlich Holz den großen Vorteil, dass eben durch die direkte Sonneneinstrahlung sich das Holz nur ganz minimal aufheizt und damit kann ich natürlich auch sehr lange da barfuß laufen. Das ist der Unterschied eben zum WPC-BPC, der sich natürlich da durch Sonneneinstrahlung schon wieder stärker aufheizt. Sprich, es wird auch mal 50, 60 Grad warm, so dass ich wahrscheinlich da nicht mehr unbedingt barfuß laufe. Darauf muss sich Familie Rieter im Sommer also einstellen. Dafür splittert das BPC nicht. Bei Holz kann eine Splitterung nicht 100%ig ausgeschlossen werden. Aber auch hier hat Tropenholz den Vorteil gegenüber heimischem Holz. Die Küche ist heute weit mehr als ein Raum, in dem nur gekocht wird. In den meisten Häusern und Wohnungen ist die Küche heute der Mittelpunkt für die Familie. Kein Wunder also, dass die Optik der Küche eine immer größere Rolle spielt. Und dazu gehört nicht nur Form und Farbe, sondern auch Dunstabzug und Kochfeld. Wer gerne kocht, hat die Wahl. Kochfelder und Dunstabzüge gibt es heute in zahlreicher Ausführung. Entscheidend für die meisten Optik, Pflegeaufwand und Leistung. Induktion ist heute das gängigste auf dem Markt. Und wenn es um Kochfelder geht, spielt auch der Dunstabzug eine entscheidende Rolle.
Da die Küche heute mehr Wohnraum ist und Kochinseln im Trend liegen, sind klassische Dunstabzugshauben nicht mehr gefragt. Dafür Kopffreiheit und ebene Flächen. Möglich machen das sogenannte Downdraft-Techniken, also Lüftungen, die im Kochfeld integriert sind. Hier entwickeln die Hersteller immer modernere Varianten. Ich habe hier halt jetzt die Möglichkeit, die Haube integriert im Kochfeld zu haben, die dann hochfährt und damit letztendlich auch den Dampf von der Seite, auch bei höherer Töpfe, halt mitnimmt. Und das gibt es immer in Abluft- und Umluftversionen mittlerweile, sehr leistungsstark. Was man halt hier im Unterschrank rechnen muss, man verliert ein bisschen Platz im Schubladebereich, wo eben jetzt die Technik im Motoreinheit sitzt. Trotzdem können auch Dunstabzugshauben stylisch aussehen. Und auch die Kochfelder werden innovativer. Der Trend geht hier zu einem flächenbündigen Einbau und variablen Kochmöglichkeiten. Der große Vorteil, ich kann hier vier einzelne Töpfe draufstellen, die hier eine Temperatur haben und hier, aber auch gebrückt werden können. Also mit der Brückefunktion kann ich das ganze Feld mit einer Leistung versehen und kann dann einen großen Bräter draufstellen, egal ob der so groß ist oder ob er dann auch die ganze Fläche abdeckt. Man kann ihn sogar quer platzieren, weil hier habe ich nur die Verbindungsfläche. Dann kann ich ihn nur so hinstellen und habe vorne Platz für weitere Töpfe. Ich bin super variabel, Vario-Induktion, wie es sich nennt. Und die Schaltung gibt es ja jetzt mit dem Drehknopf, Twistpad oder auch mit einer normalen Sliderbedienung, wo ich dann unterm Bedienteil einfach lang streiche. Neben der Vario-Induktion ist ein weiterer Trend die vollflächige Induktion. Und nicht zuletzt sind Induktionskochfelder energiesparender als die Heizvariante. Es wird nur die Energie wirklich verbraucht und abgerufen, die halt jetzt der Topf braucht. Und bei der sogenannten Vollflächeinduktion, was wir hier sehen, haben wir eben 48 Induktoren anstatt nur 4. Die ganze Fläche ist somit abgedeckt und jetzt kann ich den Topf komplett frei platzieren, egal wo ich ihn haben möchte. Kann ihn drehen und wenden, die Topfgröße spielt keine Rolle und dadurch bin ich halt noch variabler. Übrigens, integrierte Lüftungen sind nicht neu. Schon vor 30 Jahren gab es sie auf dem Markt. Aber erst seit ein paar Jahren hat sich der Trend durchgesetzt, weil nach und nach die Hersteller auf den Zug aufgesprungen sind. Preislich gibt es natürlich Unterschiede, je nach Hersteller und Qualität. Wir alle nutzen täglich das Internet zu Hause. Die einen mehr, die anderen weniger. Doch wie viel Bandbreite brauche ich wirklich, um zum Beispiel ganz gemütlich Videos oder Fernsehserien zu streamen? Das verraten wir Ihnen gleich nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wollen Sie mal eben schnell die Welt retten oder nur noch ganz gemütlich Ihre E-Mails checken? Das hängt natürlich davon ab, welche Technik Sie zu Hause zur Verfügung haben. Was Sie auch immer zu Hause am Computer, Laptop oder auch am iPad vorhaben, wir zeigen Ihnen, welche Leistung und welche Technik Sie dafür brauchen. Denn nicht immer ist die Bandbreite entscheidend. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Technik. Das ist die schöne neue Fernsehwelt. Zu Hause mit dem Smart TV ins Netz gehen, mal eben ein paar lustige YouTube-Videos schauen oder wie hier ein Film und das aus dem Internet ruckelfrei. Dennis Ross ist der Experte für Home Entertainment, also für zu Hause, um genau das leisten zu können. Wenn ich so Fernsehen schauen möchte mit diesen brillanten Bildern aus dem Netz, was für eine Leitung brauche ich denn da? Also gerade wenn man wirklich so Full-HD-Material haben möchte, wie wir es jetzt hier haben, ist schon 16.000 vielleicht noch gerade so an der Grenze. Empfehlenswert wäre halt schon wirklich die 32.000er Leitung und besser. Da ist man auf alle Fälle auf der guten Seite, wenn es halt wirklich um das Streaming von solchem Bildmaterial geht. Okay. Und was es sonst noch so alles braucht, das wird uns Dennis Ross jetzt einmal zeigen. Also eins ist schon mal klar, der Experte empfiehlt mindestens eine VDSL-Leitung und das bedeutet sehr schnelles Internet. V steht für Very High Speed. Der Haken, die Verfügbarkeit ist abhängig vom Wohnort. Wenn ich dann natürlich wirklich auf dem Land lebe, wo vielleicht die Leitungen und die Verteiler noch nicht dementsprechend aufgebaut sind, kriege ich vielleicht wirklich nur eine 2000er rein. Ist halt technisch nicht unbedingt umsetzbar. Neben der Leitung ist der Router das Herzstück. Ist der nämlich zu alt, wird das schöne neue Internet zu Hause ausgebremst. Und wenn ich natürlich jetzt von meinem Anbieter zwar eine tolle 50.000er Leitung bekomme,
auf VDSL-Basis, aber die passende Hardware, das passende Router mit Modem nicht habe, kann natürlich A sein, entweder es läuft gar nicht, weil das technische Signal nicht verarbeitet werden kann, oder es klappt gerade noch so, aber die Geschwindigkeit ist halt deutlich geringer als das, was ich haben könnte. Sind alle diese Punkte beachtet, stellt sich nun eine weitere Frage, nämlich die nach der Verbindung zwischen Fernseher und Router, Kabel oder WLAN. Der Experte hat eine klare Meinung. Kabel ist die beste Verbindung zum Fernseher, denn mit dem WLAN zu Hause, das hat so seine Tücken. Genauso wie auch dieses Thema Leitung ADSL, VDSL gibt es auch im WLAN-Signal verschiedene Klassifizierungen. Und es kann natürlich auch einen Unterschied machen. Da habe ich zwar recht viel ausgegeben für einen Router, aber das WLAN eher zweitrangig in dem Gerät ist und dementsprechend schwach ausfällt. Oder ob ich halt doch ein Gerät habe, wo ein bisschen mehr WLAN-Power hat, um da auch wirklich dann dieses HD-Material auch über Funk besser zu empfangen. Wer also seinen Fernseher im hauseigenen WLAN-Netz integrieren möchte, muss beim Kauf des Routers genau auf die Klassifizierungen und die Leistungsstärke achten. Und ganz ehrlich, da hilft Ihnen am besten der Experte weiter. Und zum Thema Internet zu Hause. Welches ist überhaupt der richtige Vertrag für mich und welche Bandbreite brauche ich wirklich? Begrüße ich Klaus Zellmer, Geschäftsführer der MSG Media Service GmbH und Co. KG hier aus Ravensburg. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Baunach. Herr Zellmer, wenn ich jetzt jeden Tag mit Werbung überhäuft werde, ich habe den besten Anschluss, hier ist die schnellste Leitung, mit uns können Sie die Welt erobern sozusagen. Woher weiß ich überhaupt, welches der richtige Vertrag für mein Internet zu Hause ist? Naja, zunächst einmal muss man einen Provider auswählen, der einem auch eine Leitung bieten kann. Beispielsweise gibt es Kabel-Breitbandanschlüsse, die liegen halt nun mal nicht in jeder Straße. Und das bekommt man am besten heraus, indem man über Vergleichsportale geht und gegebenenfalls auf den Seiten der Provider nachschaut, ob an dieser Straße, an dieser Hausnummer dieser Anschluss überhaupt verfügbar ist. Wenn man dann heute die Angebote anguckt, dann hat man DSL, VDSL, ADSL, Glasfaser und. Wo liegen überhaupt die Unterschiede? Naja, für den Endanwender ist eigentlich, kommt in der Regel nur DSL in Frage. DSL sind Kupferverbindungen, die auf der alten Verkabelung basieren, die aus Telefonzeiten da sind. Glasfaser ist eher ein ganz seltener Fall. Sollte man so etwas haben, wird man Beratung brauchen. Aber die DSL-Zusatzbezeichnungen kennzeichnen nur verschiedene Typen der Übertragung. Und man hat im Wesentlichen Einflüsse der Geschwindigkeit nach der Technologie. Ein ADSL hört in der Regel auf bei 16.000, okay. Geht noch ein bisschen schneller. Ein VDSL geht schon bis 50 Megabit pro Sekunde und da liegen die Unterschiede. Jetzt spricht man ja immer wieder über das Streaming. Welche Bandbreite brauche ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zu Hause Serien oder Filme streamen will, sodass das auch wirklich ruckelfrei läuft? Ja, man braucht eigentlich die beste Bandbreite, die man bekommen kann. Zu vernünftigen Preisen, versteht sich. Man sollte mindestens 16 Megabit pro Sekunde haben. Es geht zwar auch schon ab 6 Megabit, aber wenn Tochter oder Sohn dann im Smartphone surft nebenbei, dann kann das dann schon eng werden und zu Rucklern führen. Und außerdem bekommt man leider nicht die Bandbreiten am Router geliefert, die man auch unterschrieben hat im Vertrag. Da will ich gleich noch drauf eingehen mit Ihnen. Man hört ja auch immer wieder Smart TV. Was ist jetzt Smart TV und was brauche ich hier für eine Bandbreite? Ja, Smart TV ist eigentlich zunächst einmal kein Streamingdienst, sondern Smart TV ist im Grunde genommen der Fernseher als Computer. Ja. Man bedient diesen Computer dann durch möglichst einfache Dinge, Sprachbefehle, Gestik oder auch die Fernsteuerung, die man dann hat da dazu. Aber unter Smart TV wird dann auch verstanden, dass man zum Beispiel Mediatheken aufrufen kann oder andere Blicke ins Internet tun kann. Und dann brauche ich eben die Bandbreite eben auch wieder, um zum Beispiel so einen Film aus der Mediathek heraus zu streamen. Das alles kann ich ja nur machen, wenn ich überhaupt die richtige Bandbreite habe. Wie finde ich jetzt heraus, welche Bandbreite bei mir in der Wohnung oder am Wohnort überhaupt zur Verfügung steht? Tja. Ein schwieriges Kapitel. Ja. Ich würde als erstes mal in die Vergleichsportale schauen. Dann würde ich bei den interessanten Anbietern mal Verfügbarkeiten prüfen. Und dann würde ich ausschwärmen und mal die Nachbarn fragen.
Was die so haben. Was die so haben und bei wem das gut lief und bei wem das schlecht lief. Ja. Tatsächlich ist es so, dass der originäre Provider, der die Kabel verlegt hat, immer Vorteile hat. Und man muss sehen, ob man bei einem anderen Provider, der vielleicht etwas billiger ist, der aber die Infrastruktur mitnutzen muss, ob man dort die gleichen Ergebnisse erzielt wie bei demjenigen, der die Kabel auch wirklich selber gelegt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause eine 50.000er Leitung bestelle, bekomme ich dann auch diese 50.000 Mbit geliefert oder steht das nur drauf? Wie kann ich eigentlich rausfinden, wie stark mein Signal wirklich ist? Naja, auf der Leitung steht es ja nicht drauf und im Vertrag steht es übrigens auch nicht drauf. Im Vertrag stehen nämlich nur die maximal erreichbaren Bandbreiten bei diesem Anschluss. Okay. Der Provider liefert Ihnen schon das, was im Vertrag drinsteht. Da steht aber leider nicht drin, dass diese Geschwindigkeit auch geliefert wird, sondern steht nur drin, dass maximal diese Geschwindigkeit geliefert wird. Mhm. Eine Mindestbandbreite gibt es in der Regel nicht. Das heißt, wenn ich jetzt feststellen sollte, ich habe nur die Hälfte der Leistung, kann ich dann meinen Vertrag kündigen oder bin ich eigentlich chancenlos? Nur ich bin kein Rechtsanwalt und es hängt vom Vertrag ab. Aber in der Regel ist es so, dass man nichts tun kann. Deswegen nochmal der Tipp, vorher die Nachbarn fragen. Oft hört man ja von Leuten, mein Internet zu Hause ist total langsam. Liegt das jetzt eher eigentlich an der Leitung oder öfters auch an der Hardware, die ich zu Hause habe? Die Geschwindigkeit ist am Ende ein Ergebnis der gesamten Kette der Übertragung. Aber in der Regel sind die Geschwindigkeiten im Wesentlichen bestimmt durch die Leitung bis zum Haus. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine moderne Leitung, eine schnelle habe, habe aber noch einen alten Router, heißt das dann, wenn ich den Router austausche gegen einen modernen zum Beispiel, dass ich auch mehr Power im Internet habe? Ja, theoretisch ja, aber tatsächlich sind die bemerkbaren Verbesserungen so gering, außer der Router ist tatsächlich aus der Anfangszeit von diesem DSL-Betrieb. Sollte normal ja nicht mehr in Betrieb sein, schon allein aus Sicherheitsgründen. Aber dann könnte es was bringen. Mehr bringt es im Haus mal zu schauen, ob wir eine alte Verkabelung haben, die man besser entfernen sollte. Jetzt sind wir hier auch teilweise auf dem Land. Das Internet ist noch ganz schön langsam. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich jetzt eine wirklich ganz, ganz langsame Leitung habe? Kann ich über Satellit oder über Funk oder irgendetwas auch mir schnelles Internet besorgen? Ja, außer der naheliegenden Möglichkeit umzuziehen, bleibt eigentlich nur ein Funknetz zu benutzen. Dazu bieten sich mittlerweile insbesondere das LTE-Funknetz an. Das je nach Standort, das muss man prüfen, das kann man aber auch prüfen. Zum Beispiel mit dem Handy kann man schon allein prüfen, wie das ausschaut. Wenn man ein LTE-fähiges Handy hat, kann man dort Geschwindigkeitstests fahren und wenn die ausreichend sind, dann gibt es tatsächlich Router, die kombinieren einen Kabelanschluss mit einem LTE-Anschluss. Es gibt sogar noch die Möglichkeit, eine Kombination mit einem Satellitenanschluss zu machen, aber das ist dann schon auch eine finanzielle Investition größerer Art. Herr Zellmer, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ich danke Ihnen, Herr Baunach. Liebe Zuschauer, wir wechseln jetzt das Thema und zwar werden wir jetzt ganz mobil. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Auto in Urlaub fahren, gibt es einiges zu beachten. Die große Frage ist schon, wie packe ich eigentlich alles und was nehme ich alles mit? Wir haben einen Experten gefragt, nach einer kurzen Pause gibt es die Antworten. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. In der Ferienzeit sehen wir immer wieder Autos, die bis unter das Dach voll beladen sind. Von Sicherung ist keine Spur. So eine Beladung kann fatale Folgen haben, denn beim Bremsen werden die Gepäckstücke zu echten Geschossen. Unser Experte erklärt Ihnen, wie Sie Ihr Auto richtig beladen und worauf es ankommt, damit der Urlaub mit dem PKW einfach nur erholsam ist. Die Urlaubszeit beginnt. Und die meisten fahren doch mit dem Fahrzeug außerhalb Deutschlands durch die EU. Und die EU hat zwar vieles mit uns gemeinsam, zum Beispiel den Euro, offene Grenzen, aber gerade im Verkehrsrecht gibt es doch einiges zu beachten. Ein Unterschied ist zum Beispiel das Tagfahrlichtgebot. So haben wir in einigen EU-Ländern andere Regeln als bei uns. Dort gilt zum Beispiel in Bulgarien, Dänemark, Norwegen, Finnland, Slowenien, Tschechien, Schweiz und Ungarn generell tagsüber Tagfahrlichtgebot.
In Italien ist es etwas anders. Dort gilt dieses Gebot nur auf Autobahnen und außerorts. Ein kleiner Tipp, wenn Sie sich nicht sicher sind, fahren Sie im Ausland tagsüber generell mit Licht. Ebenfalls zu beachten bei Fahrten innerhalb der EU, es gilt Warnwestenpflicht. Warnwestenpflicht für alle Insassen im Fahrzeug. Die Warnwesten müssen im Fahrzeuginnenraum sein. Warum, erzählen wir euch gleich noch. Denn im Falle einer Panne oder eines Unfalls und man muss das Fahrzeug verlassen mit einer Warnweste, wäre das der ungünstigste Aufbewahrungsort. Denn man müsste zuerst auf der Autobahn das komplette Fahrzeuggepäck entladen, um dann an die Warnwesten zu kommen. So wie die Warnwesten gut zugänglich im Innenraum sind, so sollten Verbandskasten und Warndreieck trotz gepacktem Fahrzeug immer gut zugänglich sein. Zum Thema Beladung des Fahrzeuges noch ein paar Tipps. Schwere Gegenstände gehören immer in den Kofferraum. Koffer, schwere Taschen, immer gut in der Mitte des Fahrzeuges verstaut unterbringen. Wohingegen auf die sogenannte Hutablage nur leichte Gegenstände und keine scharfkantigen Gegenstände gehören. Hier darf zum Beispiel eine Jacke liegen. Niemals schwere Gegenstände auf der Hutablage, denn bei einer Vollbremsung würden diese sich zu einem Geschoss entwickeln. Nach der Beladung des Fahrzeuges gilt es allerdings noch einiges zu beachten. Denn durch das Erschweren des Fahrzeuges durch mehr Insassen und Gepäck müssen wir den Reifendruck den neuen Gegebenheiten anpassen. Die Daten für den erhöhten Reifendruck finden Sie meistens in den Einstiegsholben oder im Tankdeckel eines Fahrzeuges, in denen je nach Person und Anzahl der Koffer der neue Reifendruck angegeben wird. Für die Fahrt gilt es noch zu beachten, immer noch genügend Flüssigkeit für alle Insassen während der Fahrt mit an Bord zu haben, denn sonst wird die Reise zur Durchstrecke und die nächste Stau- oder Totalsperrung bringt den nächsten Rasthof in unerreichbare Nähe. Wasser ist wichtig für die Konzentration, immer ausreichend an Bord. Dann noch für die Planung der Reise beachten, eventuelle Autobahnvignetten vorher kaufen, denn am Tag der Reise ist das unnötiger Stress. Bitte noch beachten bei Fahrten ins Ausland die sogenannte Auslandsversicherungsbescheinigung der Kfz-Versicherung besorgen. Früher waren diese Scheine grün, heute sind sie mittlerweile auch weiß und sind durch das internationale Versicherungskarte für den Kraftverkehr gekennzeichnet. Dort sind auch die Länder angegeben, in die Sie sich mit Ihrem Fahrzeug mit vollem Versicherungsschutz bewegen dürfen. Jetzt könnte es in den wohlverdienten Urlaub gehen, wenn alles gepackt und alles beachtet ist. Ein kleiner Tipp noch. Viele Autohäuser und Werkstätten bieten einen sogenannten Urlaubsreisecheck an. Dort wird nochmal Öl, Kühlwasser und ein paar andere Sachen kontrolliert. Für wenig Geld, kein schlechter Tipp, sollte man machen lassen. Jetzt kann es dann doch in den Urlaub gehen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe natürlich, dass Sie kommende Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und das sind unsere Themen kommende Woche. Smart, smarter, Smartball. Der MyCoach Smartball macht aus Hobbykickern Profifußballer. Über Bluetooth mit dem Handy verbunden gibt der Ball Tipps zur Verbesserung der Schusstechnik. Und Sommersonne-Grillzeit. Wir stellen Ihnen die unterschiedlichen Grillmodelle vor, von Gaskohle bis hin zum Tischgrill. Unser Experte sagt Ihnen, welcher Grill der richtige für Sie ist und ob teuer wirklich besser ist. Bauen und Wohnen ab Montag, 13. Juni, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.